So, hier im Lager habe ich alles angestoßen. Wir sind dann auf dem Weg und werden jetzt hier eine Schnellreise machen. Hier schaut's Logo und dann werden wir überlegen, wo wir hier auf unserer Karte hingehen. Ich glaube, von hier sind wir zuletzt gekommen. Mal schauen. Gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mal unsere Reise dahin. Da waren letztes Mal diese zwei Hunde. Oh, ich höre schon schießen, das ist schon schlecht. Das ist schon ganz schlecht. Wieso sind hier so viele? Oh, wo ist meine Armbrust? Können wir mal die Armbrust auswählen, bitte? Mann, 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 Mann. Okay, den habe ich schon erwischt, aber wo ist meine Armbrust, bitte schön? Da. Also die ist ja richtig gut, ne? Die sind schon erledigt. Da bekämpfen sich die Mammuts. Was machen die so? Wirbelsturm und so. Wow. Respekt, aber ich nicht. Ich glaube, ich muss hier weg. Ach so, hier können wir vielleicht noch was einsammeln, ne? Da oben was alles eingesammelt, weiß ich jetzt nicht. Was glänzt hier? Nix, nur ein Schatten oder sowas. Fünfunddreißiger und der da? Der ist noch mit voll Power. Aber hier bringt's mir nichts. Wo geht's denn da hin? Warte mal, was ist das denn hier? Da drohen wir uns noch mal, ne? Ach, das ist noch ein Reisetagebuch, ne? Ja, haben wir immer noch nicht gelesen. Vielleicht kommen wir da auch mal zu. Was ist das? Kann ich nicht erkennen. Zwei Steinböcke oder sowas. Oder so ähnlich. Ich habe keine Ahnung, wie schön oder schlecht das hier ist. Ich weiß auch nicht, was hinten. Okay, da sind schon mal irgendwelche Schmetterlinge. 19er werden immer größer, ne? Tansee gönnt sich ein Päuschen. Das sind 15er, okay. Da hinten läuft auch noch irgendwie lang. Was sagt denn unsere Karte hier? Okay. Warte mal hier links. Azurobe ist irgendwie so ein Endgegner auch wahrscheinlich, ne? Oh, da ist schon mal eine Kiste. Rotmedizin und Goldmünze. Was ist das da hinten? Ist das für einer? Oh, Robin Quill. Mondsichelstrand, okay. Hier ist so eine schöne Sphäre, die werden wir erstmal einsammeln. Da war noch eine, ne? Oh, eine in Grün. Jetzt ist die Frage, gibt es hier eine schicke Stelle, wo wir siedeln können? Was sind das da unten für welche? Liga der Palfreunde, Anhänger. Okay. Flopi. Da hinten ist auch Liga der Anhänger. Der Palfreunde, da vorne sprang auch noch wer rum, oder? Oh, da war Eisen. Das ist Floppy. Kommt mir so vor, als ob hier eine gute Stelle wäre. Hier spawnt Gras. Hier greifen mich Tiere an, also ist hier eigentlich doch keine gute Stelle. Ich glaube, wir müssen hier wieder weg. Ich glaube, das ist hier nicht unsere Stelle. Lass uns mal schnell hier wieder weg. Also die Brücke war dann doch zu gefährlich. Auf der anderen Seite waren aber diese großen Grünen, also da ist auch nicht so gut. Aber irgendwo müssen wir ein Lager bauen, so nützt ja nichts.
Vielleicht nach links gehen noch. Kurz verschnaufen hier und gucken. Da kommt keiner. Hier ist Wasser. Da ist auch Wasser. Da ist Eisen. Das sind Dreier. Das sind ja niedrigere, ne? Eigentlich ist hier ein gutes Gebiet vielleicht. Lass uns mal gucken. Hier wäre Eisen. Da ist Stein. Da sind zwar die Hunde, aber die kriegen wir auch, glaube ich, in Schach gehalten. Jetzt noch hier so ein Palladium-Spawnpunkt. Wo sind wir denn? Hier, okay. Da sind die Hunde. Hier ist leider kein Eisen, nur der eine, den wir gerade schon hatten, ne? Oh, da sind einige Wilderer, die auf uns aufmerksam geworden sind, oder? Sind die auf uns aufmerksam geworden? Das sind aber nur Siebener. So, hier ist schon mal richtig schön, ne? Viel, viel Platz. Da hinten ist nochmal Eisen. Gucken wir mal da gerade. Melpaka mit 9 ist auch okay. Aber hier ist leider kein Palladium. Hier wäre auch kein Stein, oder? Vielleicht da oben. Schauen wir mal gerade hochkrabbeln. Mir fehlt das Palladium tatsächlich hier. Nee, hier ist nicht gut. Vielleicht hier hinter noch mal gucken, durch das Tal dadurch. Windstiegel, ist es nicht hier bei uns um die Ecke gewesen? Ist das nicht bei uns so? Das ist kein Eisenbein, ne? Eine schöne Fläche, aber kein Eisenbein. Ist das da Eisen? Sieht jetzt nicht danach aus. Das wäre aber Eisen, oder? Ja. Aber mir fehlt das Palladium hier noch. Ah, da hinten sind die Ruschoa, wenn die so heißen. Holz wäre da, Stein wäre da, aber kein Palladium. Ich brauche Palladium, das ist definitiv angesagt. Ich habe da eine Kiste gesehen, die wollte ich gerade holen. Jetzt wissen wir gleich, ob wir einen Fix hier haben, ne? Ja, haben wir schon. Wo gehen wir lang? Da lang, aber das ist eigentlich nicht der richtige Weg, oder? Ich glaube, hier oben, da waren wir ja, da war er eben zu stark. Und ich glaube, das wird da nicht anders sein. Aber hier links ist nur eine Fläche. Lass uns noch ein Stück vorgehen. Vielleicht haben wir da noch eine Chance.
Mir kommt es vor, wo das Rot hier ist, dass da kein Palladium ist. Vielleicht versuchen wir uns mal auf der anderen Seite gerade. Da könnten wir eine Brücke rüber bauen, dann können die da hinlaufen. So ist nicht. Gibt es hier nochmal Eisen? Ah, da unten sind noch so ein paar Wächter. Wie gut sind die? Ach, drei ja nur. Ist das da Eisen? Der Stein dahinter ist Eisen. Ich glaube, das ist eigentlich hier eine ganz gute Stelle. Also die sind jetzt gerade hier über. Der hat hier auch noch was verloren, das heben wir auch noch auf. Und der im Wasser, kriegen wir den auch noch? Ich glaube, der schwimmt da, oder? Okay, haben wir auch, glaube ich, aufgesammelt. Aber da Eisen ist, hier vorher Stein, da ist Eisen, da ist Palium. Holz ist hier auch. Mir kommt es vor, als ob das hier eine gute Stelle ist. Ist das dafür eine? Hat er schon umgebracht, Kativa. Ich baue hier. Hier ist zwar jetzt nicht optimal vom Bauen her, aber ich habe alle Ressourcen hier. Ich habe alle Ressourcen hier. Ich glaube, wenn ich hier jetzt meine Palbox aufbaue, dann ist das schon richtig so. Wo ist denn die Palbox? Da. Ja, jetzt brauchen wir Holz, Stein und Palium, alles klar. Wenn ich den mal rauslasse, ne, hilft der mir irgendwie? Ich glaube nicht, ne, oder? Palium haben wir. Stein haben wir, das reicht erstmal. Und ein bisschen Baum, also Holz. So, das haben wir. So, und jetzt wollten wir hier unsere Box hinbauen, oder? Jetzt müsste das ja gehen, ne? Ja. Die kann man hier nicht bauen, okay. Jetzt sag nicht, die passt hier nicht hin. Doch, da geht sie. Zack. Ah, er arbeitet schon mal. Das ist schon mal gut. Jetzt ist nur die Frage, was machen die hier? Fertig. Sehr gut. So, Lagerverbesserung, Kochtopf, Weizenfeld und Mühle. Alles klar. So, jetzt kann ich aber hier keine Leute. Doch, ich kann hier Leute einstellen. Wunderbar. Captiva brauchen wir hier. Die kann nämlich Dingens machen. Wie heißt es? Warte, Sortierung nach PAL Index, nach Level. Was macht denn der rechts mit dem Zaun? Eine Farm, ne? Kann transportieren und Handwerk das Schaf. Er macht irgendwas mit Schnee oder Eis, wenn das da ist. Okay, er würde gießen. Er macht Transport und Tiva, was haben wir hier noch? Er hier kann ganz viel auch. Genau, den nehmen wir auch noch mal gerade hier rein, auf jeden Fall. So, was wir jetzt aber erstmal machen sollten, ein Feld bauen, damit die erstmal sofort was hier mit Essen klar kriegen. Bärensamen haben wir nicht, Holz haben wir nicht, Stein haben wir nicht. Und dann Stein. Aber Stein macht. Ach so, das muss ich aufsammeln, ne? Ah.
Und jetzt bin ich schon wieder zu schwer. Super, oder? Bauen, was können wir damit bauen? Wir können erstmal hier einen Futtertrog bauen. Der ist schon mal wichtig. Können wir auch wieder notfalls abreißen. Der steht jetzt vielleicht nicht an der idealen Stelle. Dann lass uns überlegen, wie geht's weiter mit Bauen. Holz fehlt uns jetzt wieder. Bärensamen. Primitive Werkbank. Was wäre denn jetzt wichtig zu bauen erstmal? Holztruhe vielleicht mal gerade. Bau die mal mit hier. Kann ich da erstmal was reinräumen? So, Erz kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Rein damit. Leder haben wir auch schon. Medizin, Brot. Das Geld kann da rein, die Munition kann da rein. So, da sind wir schon mal ein Stück weiter. Da ist unsere Grenze von unserem Bereich. Er hat schon mal eine Palsphäre auf dem Kopf, auch sehr schön. Gut, mach den Stein erstmal sofort in, nee, nicht da vorbeigehen, dann haben wir wieder ein Problem. Hier in die Kiste reinräumen. Da fehlen uns definitiv die Bärensamen. Kann ich hier ein Bett bauen? Oh, das ist ja ganz schlecht, ne? Kann ich noch eins bauen? Ja, ich kann noch eins bauen. Ich habe hier drei von denen, ne, oder? Dann können die erstmal hier pennen auch. Da sind ja nur zwei, den einen nehme ich ja wieder in der Kugel auf. Prallbox-Management, ne? Nee, ich mache jetzt erstmal nicht mehr. So, ich habe jetzt E erwischt anstatt W. Aber mein Bett konnte ich hier nicht bauen, ne? So, lass uns schnell reisen. Einmal hier hin. Ja. Dann gehen wir hier kurz einmal an die Kiste. Ich glaube, hier war das mit drin mit den Bären, ne? Die nehmen wir gerade mal mit. Was müssen wir noch mitnehmen? Hier war nichts drin, was wir brauchen. Ist hier was Brauchbares drin? Nicht wirklich. Achso, wir können noch was zu essen mitnehmen. Das haben wir ja hier, wenn. Nehmen wir die mit, das passt schon erstmal. Dann können die sich da hinten da dran verköstigen. Gut, Schnellreise. Ne, nicht VOC war es. Wo ist jetzt meine Kiste? Einer schläft schon. Warum ist denn der nicht ins Bett gegangen? Ja. Jetzt sehe ich natürlich nichts. Ne? Oh, fünf fehlen noch. Jetzt habe ich auch das richtige Werkzeug in der Hand. Super, ne? Muss ich nur noch einen Baum sehen, ne? So, und jetzt müssen wir hier gucken, dass wir hier ein Feld hinkriegen. Das wollten wir hier neben machen, ne?
So, jetzt müssen wir gucken, welcher Pal sehen kann. War das der? Ich glaube schon, ne? Schläft er jetzt? Ja, der schläft jetzt natürlich. Jetzt sehe ich das auch noch. Meine Untertanen sind am Schlafen. Das erinnert mich an die Anfänge, ne? Okay, sie stehen alle auf, es geht wieder voran. Er macht schon mal die Bären, das ist schon mal gut. Hier ist nur ein Ei drin, okay. Was macht Fouac? Okay, hier werden schon mal Bären geerntet, das ist schon mal gut. Unbenutzte Punkte. Der kann gießen, der kann Handwerk und der kann transportieren, okay. Skizzen. Erntet halt. Okay. Er macht Essen, das ist wichtig. Da oben ist ein Turm. Den haben wir wohl noch nicht kaputt gemacht. Er transportiert jetzt erstmal schon mal, das ist schon mal gut. So, jetzt lass uns noch mal gerade gucken, wer da unten noch rein kann. Eine Schafsfarm wäre dann wichtig. Da gibt es dann Eier. Ich glaube, Kativa können wir hier mal zwei reinsetzen. Nee, der war verkehrt, den wollte ich hier gar nicht. Wen wollte ich denn? Das Schaf wollte ich vielleicht hier noch reinsetzen. Wen haben wir denn noch, der hier noch was Sinniges machen könnte? Achso, hier gibt es ja auch noch mehrere Seiten, ne? Okay. Die Hühner, was waren mit denen los? Nix. Ich glaube, erstmal läuft der Laden hier, oder? Die machen ja Bewässerung, die machen ja Ernten. Und säen können sie, glaube ich, auch, oder? Sonst wäre es ja nicht zum Bewässerung unterwegs. Das heißt, die sind hier Selbstversorger, oder? Hier muss ja was drin sein. 8 Stück. Sieht doch erstmal gut aus. Und da wird auch Blaues gemacht. Das ist auch gut. Palladium, genau. Sehr schön. Mir kommt es vor, als ob wir so einen Captiva nochmal vielleicht noch einen mehr nehmen. Haben wir das hier sortiert nach Level? Nee. Okay, das ist die letzte Seite, das ist die erste Seite. Und dann müssen wir hier 5. Okay, die sind alle ganz schwach, oder was? Na dann. 3 Captiva hier hin und fertig ist es. So, gucken wir mal noch, ob wir noch ein Dingens bauen können. Wie heißt es? Bett bauen können noch. Das haben wir, das ist schon mal gut. Da fehlt Holz. Standfackel. Können wir mal hier hinten irgendwo hinstellen. Ja, ich glaube, wir brauchen Holz. Das machen wir jetzt mal gerade. Fürs Holz haben wir niemanden, ne?
Ebenfalls erstmal hier reingeschmissen. Die Beeren tauschen wir gerade aus. Das Holz ist noch, doch da ist Holz. Wolle haben wir jetzt auch hier, aber das ist aus Versehen, glaube ich, gesammelt. So, gucken wir mal, ob wir hier noch ein Bett machen können. Rechtsklick ist übrigens, dass man das mehrfach bauen kann. Ne? So, 2, 4, 6 lassen wir erstmal so. Wir wissen ja auch mittlerweile, dass die schon nicht mehr alle da drin schlafen. Ne? Hier wird auch noch abgebaut, auch sehr gut. Die Steine noch da rein. Palium auch dahin. Ich glaube, wir sind jetzt hier mit dieser Basis ganz gut schon mal unterwegs, oder? Macht für mich erstmal einen guten Eindruck. Essen ist gesichert. Wie viel ist hier drin? 7, okay, da waren 8. Jetzt ist einer weniger, aber ich glaube, die werden auch das andere noch sammeln. Betten, wie viel bräuchten wir? 6, 7, 8 Betten bräuchten wir. Das heißt, 2 fehlen eigentlich. Können wir die noch bauen? So, jetzt hätten wir auch 8 Betten. Gut, erstmal, oder? Essensversorgung ist gesichert. Steine können wir abbauen. Nur das Erz noch nicht. So, nochmal ins Baumenü. Da brauchen wir einen Palsaft für, das haben wir nicht. Häuschen bauen brauchen wir jetzt hier nicht. So, dann ist das nächste hier sowas, primitive Werkbank und so vielleicht. Müssen wir drüber nachdenken, ne? Aber eigentlich müssten wir jetzt ein Weizenfeld haben, aber wir haben keine Weizensamen. Gut. Machen jetzt aber erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.